Wunderschöne Überraschung. Hat der keiner Popcorn mitgenommen? Das sind Kartoffeln. Richtig leckere Rezepte. Gesund ist es auch und falsch ist es sicherlich auch nicht, mal Nudeln mit sowas zu essen. Und Szenen, die, glaube ich, keiner von uns wirklich sehen möchte. All das und noch einiges mehr gibt es in der neuesten Frauentauschfolge, die ich euch gerne zeigen möchte. Und die ist diesmal wirklich ein absoluter Klassiker und wird genau deswegen natürlich wieder von mir kommentiert, parodiert und analysiert. Wie immer bei Frauentausch wurden am Anfang natürlich erst einmal die Familien vorgestellt. Und oh mein Gott, sieht die erste Mama gleich begeistert aus. Mama Rita ist 44 Jahre alt und Hausfrau. Das reicht ihr auch. Herrlich. Und ähnlich emotional und beruflich eingespannt ist dann auch noch ihr Mann. Die beiden liebe ich jetzt schon. Papa Roland, 44, ist arbeitslos und genau wie die Mama im Alltagstrott gefangen. Rita zeigt uns dann am Anfang gleich mal ihre Wohnung. Und das tut sie natürlich, das werdet ihr später auch noch merken, immer mit maximaler Emotionalität. Willkommen in unser Reich. Das ist die Wohnung. Ja, und diese wundervolle Wohnung, muss man sagen, ist ein bisschen wie ein Museum oder so für alten Dreck. Hier verbringen wir viel Zeit miteinander. Naja gut, aber falls ihr jetzt schon sowas meinen solltet wie dieses Wohnzimmer ist ja total schmutzig. Dann guckt euch bitte erstmal die Küche an. Das eigentliche Highlight in diesem Reich ist allerdings definitiv das Elternschlafzimmer. Denn da hat man es geschafft, alte Müllsäcke mit Saftflecken festzukleben. Hier ist unser Schlafzimmer. Herrlich. Und auch der nächste Raum ist, finde ich, sehr, sehr schön gestaltet, hat aber ein ganz klares Zentrum. Hier ist der Fernseher, der Videorekorder und der DVD-Player. Naja, und jetzt könnte man ja denken, dass man diese technischen Wunderwerke ins Wohnzimmer gestellt hätte. Aber das ist natürlich Blödsinn, denn die sind in einem viel passenderen Zimmer, nämlich dem hier. Das ist das Zimmer von meinem Sohn. Okay, Rita, das weißt du hier vielleicht noch nicht, aber ich zeige Kinder bei Frauentausch eigentlich wirklich immer nur, wenn es sein muss. Deswegen hat man deine noch nicht gesehen, aber die sind doch noch nicht mal 10. Warum haben die denn solche Sachen da rumstehen? Damit ihm abends nicht langweilig ist. Toll. Allerdings muss man fairerweise immerhin sagen, dass der Sohn ja ein Zimmer hat. Die Tochter hat streng genommen maximal ein halbes. Hier schläft sie und hier bunkern wir unsere Klamotten. Und der letzte Raum ist dann, könnte man sagen, sowas wie ein Folterstudio. Denn den ganzen Steckern und Kabeln nachzuurteilen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da stirbt, wirklich ziemlich groß. Das ist das Badezimmer. Für ein Whirlpool ist das viel zu klein. Klasse. Ich glaube, das ist wirklich der schönste Palast, den ich jemals bei Frauentausch gesehen habe. Und auch Ritas Lebensmotto kann ich nur unterschreiben. Das ist unsere Wohnung. Zum Aufräumen habe ich keinen Bock. Naja, aber weil Rita natürlich schon eine saubere Wohnung möchte, muss die jetzt irgendjemand aufräumen. Und auch hier sprüht ihr die Leidenschaft wieder aus jeder Körperöffnung. Was wir uns jetzt lieber nicht vorstellen. Was, du guckst immer noch Fernsehen? Wie sieht denn das hier aus? Kannst du nicht mal ein bisschen aufräumen? Tja, und nach dieser Predigt kann Roland dann gar nicht anders, als direkt sauber zu machen. Was zum einen wirklich nicht besonders erfolgreich ist. Und zum anderen, erinnert euch der Rüssel da im Hintergrund auch an was anderes? Oh ja, sieht ganz gut aus. Allerdings, und das muss man Rita wirklich lassen, ist sie sowas wie die Meisterin der Ausreden. Und deswegen kennt sie natürlich auch einen Grund dafür, dass es da wirklich so schlampig aussieht. Bei uns in der Wohnung lohnt sich das momentan nicht sauber zu machen, weil wir demnächst bald umziehen. Genau, und dass das eigentlich erst in 2 Jahren stattfinden soll, das lassen wir an dieser Stelle lieber mal weg. Und schauen uns stattdessen mal die Mustertauschfamilie an. Die sind ja ganz normal. Tembi 30, eingewandert aus den Niederlanden, geht in ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter auf. Ja, und natürlich hat Tembi dann auch noch einen mindestens genauso tollen Mann. Papa Sascha, 33, liegt das Wohl seiner Familie am Herzen. Genau, und weil das so ist, ist Sascha auch ein ganz, ganz fleißiger Putzgatte, der dabei auch noch singt, wie mittelgrausam. Summ, summ, summ. Und flog mit viel Gebrumm ums rote Pferd herum. Naja, und dass es da so sauber ist und Sascha diese ganzen Skills hat, ist eigentlich auch kein Wunder. Denn er hat wirklich schon sehr früh damit angefangen. Ich habe schon als 5-Jähriger die Küche geputzt und dafür dann meine Mama damals Geld gekriegt. Heute bekommt Sascha allerdings leider kein Geld mehr, aber dafür die schönste Belohnung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, nämlich eine Putzlappenschlacht mit seiner Frau.
dann ist die Welt voll Sonnenschein. Ja, und während die Musterfamilie dann fleißig die Keime, die sie vorher aufgewischt haben, in ihren Gesichtern verteilt, gucken wir doch lieber mal zurück zu Rita und Roland, die vor dem Pimmelrüssel-Elefant über die Politik schimpfen. Von unserem Staat halte ich nicht viel. Also da werden wir nur von den Bonzen verarscht und die ziehen uns das Geld aus der Tasche. Naja, gut, Roland, ich kann zwar ungefähr verstehen, was du meinst, aber weißt du, was ich glaube, was eurer Familie wirklich helfen würde? Wie wär's denn, wenn ihr einfach mal arbeiten geht? Das Leben kann auch so schön sein, auch wenn man keinen Job hat. Merkwürdigerweise sieht das die Tauschfamilie um Tembi aber ganz, ganz anders. Und die haben auch noch so einen ganz komischen Grund dafür. Das ist ja ekelhaft. Mir ist das wichtig zu arbeiten, weil ich ein Beispiel sein möchte für meine Kinder. Naja, die Kindererziehung allerdings, die ist Rita und Roland auch wirklich, wirklich wichtig. Schaut zum Beispiel mal, wie liebevoll die Kleinen hier ins Bettchen gebracht werden. Abmarsch! Aber zack ich! Und dann und los, und alles fertig zack, machen, komplett. Naja, und was macht eine herzensgute und emotionale Frau wie Rita, wenn ihre Kinder dann nicht sofort einschlafen? Richtig, sie ballert sie einfach ins Bettchen wie Strafgefangene in der Todeszelle. Leg dich jetzt hin. Ab bitte. Weiß ich jetzt nicht, wie du jetzt da liegen musst. Ey, cool. Tja, und da selber lesen und auch vorlesen ja bekanntermaßen dumm macht, gibt's dann auch noch ein bisschen Bildungsprogramm für die lieben Kleinen. Ich mach dir noch einen Fernsehen an, ja? Blöderweise hat das Töchterchen, das im Kleiderschrank wohnt, ja aber keinen eigenen Fernseher und dann wäre es jetzt ja cool, wenn der wenigstens vorgelesen würde. Aber auch hier bevorzugt so eine moderne Frau wie Rita natürlich eine technische Lösung. Sie hat noch mehrere Spiele, wo zum Beispiel Gehirnjogging, wo ein Training ist für die Schule und das beruhigt ihr unheimlich. Genau, und dass sie sich mit Gehirnjogging auskennt, das sieht man Rita ja, finde ich, auch irgendwie schon an. Aber ist ja eigentlich auch egal, dann kann jetzt ja jedenfalls auch schon der eigentliche Frauentausch starten mit einer Abschiedsmundraumerkundung von Tembi und Sascha. Tja. Und auch bei Rita und Roland geht es ganz unironisch relativ emotional zu. Also zumindest auf Rolands Seite. Rita ist wieder drauf wie ein schlecht gelaunter Stein. Tschüss, Rita, mein Schatz. Kaum in der Tauschwohnung angekommen, schaut Rita sich dann auch sofort um und hat sich direkt in etwas verliebt. Zudem glaube ich, normale Menschen auch eher keine emotionale Beziehung aufbauen. Oh ja, die Küche gefällt mir. Wie schön. Und die Abschlusshaube. Ja, nachdem sie dann da allerdings noch ein bisschen rumgefingert hat, kann sie sich zum Glück davon losreißen und schaut sich dann mal das nächste Zimmer an. Und da findet sie dann schon wieder etwas erotisch ein bisschen zu anziehend. Oh, da kann man sich bestimmt schön entspannen. Allerdings erkennt Rita in der Wohnung dann auch einige Dinge, die ihr gar nicht so gut gefallen und die sie so ganz nebenbei auch noch hervorragend vorliest. Frauenfreie Zone. Okay, Rita, aber was könnte denn das wohl bedeuten, dass das eine frauenfreie Zone ist? Was geht denn da so in deinem Köpfchen vor? Zimmer für die Frauen sind. Mich? Ja, stimmt. Das ist ja wirklich maximal naheliegend. Aber egal, danach schaut sich Rita dann auf jeden Fall auch nochmal das Kinderzimmer an. Und so schön sie die Wohnung ja bisher fand, da fehlt etwas Essentielles. Eigentlich fehlt hier den Kindern an nichts, außer die haben kein Fernsehen hier drin. Was ihr allerdings dafür richtig gut gefällt, ist so ein Baumelsitz-Dings, bei dem ich nicht so ganz genau weiß, wie es eigentlich richtig heißt. Und aus lauter Freude verprügelt sie dann auch gleich nochmal eine Redewendung. Wenn ich so ein Ding hätte, würde ich auch schön mich abschalten können. Gut, nachdem sich Rita dann selbst abgeschaltet hat, können wir uns dann ja mal Tembi angucken, die währenddessen in ihrer Wohnung ist. Und merkwürdigerweise ist die von der Sauberkeit da gar nicht so überzeugt. Was ist denn das? Ist ja überall fett, die ganzen Fliesen sind versifft. Och Tembi, jetzt sei doch nicht so. Und guck dir da doch zum Beispiel mal diese frisch gewaschenen Sachen auf der Spüle an. Also ganz ehrlich, das ist doch hygienischer als ein durchschnittlicher deutscher OP-Tisch. Da soll die mit trinken, oder der? Das ist doch ekelig. Och Menno, aber dann geh doch mal in das Zimmer, in das du schlafen sollst. Und schau mal, was dir da für nette Überraschungen hingelegt wurden. Nee, da kann man sich doch nicht drin wohlfühlen in sowas. Das ist einfach nur ekelhaft. Okay, Tembi, aber jetzt habe ich wirklich noch eine Sache und die wird dich hundertprozentig von dieser Wohnung überzeugen, nämlich die mit Saft festgeklebten Müllsäcke. Den kannst du gar nicht mehr bewegen. Ja, und merkwürdigerweise haben auch die dann Tembi wirklich nicht endgültig überzeugen können. Hochnäsige Zicke. Wenn's hart auf hart kommt, dann fahr ich nach Hause. Weil das hier ist
Schrecklich. Oh Gott, sorry, Tembi, ich habe dir ja völlig vergessen, dir mit Abstand den schönsten Raum zu zeigen, nämlich das Badezimmer des Grauens. Bah. Zum Kotzen ist das hier. Am Ende bleibt Tembi aber zunächst doch erstmal und schaut sich dann mal die Tauschbotschaft von Rita an. Und die ist zum einen wieder verstörend emotional und zum anderen frage ich mich wirklich, was da bei dem Elefanten geblurrt wurde. Hallo liebe Tauschmama, herzlich willkommen in unserer Familie. Auch Rita schaut sich in der Zwischenzeit dann natürlich die Tauschnachricht von Tembi mal genauer an. Und wie eigentlich immer in dieser Wohnung ist sie einfach sofort verliebt. Ich finde es eigentlich sehr sympathisch. Und dann ist es auch schon soweit und Sascha und Rita treffen das erste Mal aufeinander. Und Ritas erster Eindruck ist so seltsam, da fällt nicht mal mir noch irgendwas so ein. Ich finde, wir sehen uns eigentlich sehr ähnlich. Sascha hingegen hat da wieder einen völlig anderen Eindruck. Liegt vielleicht einfach daran, dass er funktionierende Augen hat. Ich möchte jetzt nicht beleidigend wirken, aber kam sie ein bisschen, ja, wie sagt man das so schön? Ja, bitte? Ja, sozial rückständig oder so vor. Nee, Sascha, also ich finde, an dieser Stelle übertreibst du aber wirklich. Und das wird Rita dir jetzt auch einwandfrei beweisen, indem sie deinen Kindern wundervoll vorliest. Sie sahen alle sehr hübsch aus, hatten aber einen Körper. Ja, und apropos Leute, die einen Körper haben, gucken wir doch mal wieder zurück zu Tembi, die jetzt auch das erste Mal auf Roland trifft und ihn immerhin schöner findet als die Wohnung. Das ist ja aber eigentlich auch kein Wunder. Vom Optischen her kann ich mich nicht vorstellen, dass er in diese Wohnung lebt. Toll, und auch Roland ist von Tembi richtig angetan. Die ist aber auch so einfach wundervoll auch so. Die Sprachweise auch so, gefällt mir auch so und alles. Ja, und in seinem Kopf kann ich mir richtig vorstellen, wie sich Roland schon eine Liebesgeschichte ausmalt. Aber leider muss Tembi ihm dann eröffnen, dass daraus erstmal nichts wird. Aufgrund dessen, wie es hier aussieht, werde ich nicht hier schlafen und ich werde ins Hotel gehen. Davon ist Roland dann tief getroffen und auch er hat natürlich wieder eine richtig gute Ausrede parat, warum die Wohnung nun mal so aussieht. Die muss ich mir, glaube ich, auch mal merken. Aber jeder Mensch ist ja nur ein Mensch. Die schöne erste schöne Nacht ist dann übrigens schön vorüber. Und die schöne Rita hat so schön geschlafen, dass es einfach nur schön ist. Oh, das war schön. Meine erste Nacht war schön. Ich habe schön gut geschlafen. Es war schön. Tembi kommt dann erstmal aus dem Hotel und gibt sich von Anfang an Mühe, in der Familie von Rita mal ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Denn diese zitierte Aussage von Ritas Tochter hier ist wirklich nur noch traurig. Wenn die Lisa schon zu mir sagt, ach, wir vergessen das auch schon mal, um zu waschen. Ja, und dann muss Tembi auch noch mit ansehen, wie Roland und den Kindern mit dem Fahrrad zur Schule fährt, was auf den ersten Blick jetzt vielleicht ziemlich sportlich klingt, auf dem zweiten aber einfach nur gefährlich ist. Der Kai hatte keinen Helm an, keine Handschuhe, es sind ca. 2 Grad im Moment hier, das ist auf Deutsch gesagt schweinekalt. Die ja schon dreimal bei den Fleißweltmeisterschaften zweite gewordene Rita möchte sich übrigens in der Zwischenzeit bei ihrer Tauschfamilie ein bisschen um das Frühstück kümmern. Aber wo sind denn eigentlich die ganzen Sachen dafür? Das Boot. Krass. Und nachdem sie dann merkwürdigerweise das Brot nicht mal im Geschirrspüler finden konnte, hat Rita erstmal aufgegeben und stattdessen lieber die Wäsche zusammengelegt. Blöd nur, dass sie eigentlich hätte noch was anderes machen sollen. Hast du nicht irgendwas vergessen? Was soll ich denn vergessen haben? Die Kinderbetten. Hi. Naja gut, aber da muss man Rita jetzt natürlich entschuldigen, denn an sowas zu denken, wie die Kinder zu wecken, ist für sie aus 2 Gründen nicht ganz einfach. Erstens, sie hat halt einfach manchmal Schwierigkeiten beim Denken. Und zweitens, eigentlich macht das ja immer jemand anders. Eigentlich weckt mein Mann immer die Kinder und dann machen die sich alleine fertig. Frecherweise möchte Sascha dann übrigens auch noch von Rita, dass die Kinder dann doch noch Frühstück kriegen sollen. Das geht ihr aber langsam einfach zu weit. Butterbrot. Ja, nachdem sie dann aber lieblos ein Brot zusammengeklatscht hat, das Sascha für sie dann auch noch schmieren musste, ist sich Rita auf jeden Fall sicher, sie hat das richtig, richtig gut gemacht. Ich bin stolz eigentlich, dass ich das gleich am ersten Tag so gepackt habe. Tembi und Roland trafen dann in der Zwischenzeit übrigens auch nochmal zusammen und Roland machte nochmal deutlich, dass diese Wohnung sehr wohl sauber ist. Man darf halt nur nicht hingucken oder hinfühlen. Ich mache hier sauber drin, ich mal sauge alles, mache die Teppiche was sauber. Was ist hier bitte schön sauber? Was? Gar nichts. Tja, und wie bei Frauentausch üblich gab es dann natürlich erst einmal einen kleinen Streit zwischen den beiden, der im Wesentlichen daraus bestand, dass sie sich gestritten haben, wer sich denn jetzt mehr streitet. Ich bin am Reden jetzt! Ich bin auch am Reden hier jetzt.
Jetzt rede aber erstmal ich und das bleibt hier alles so, wie es ist. Nur, dass die kein Obst im Haus haben, sondern nur Chlorreiniger. Chlorex? Sagt dir das was? Ja, den Namen habe ich auch schon mal gehört. Wow. Weil sie allerdings das zu zweit gar nicht mehr geschafft haben, okay, hat Tembi sich dann was überlegt, okay, was scheinbar auch Roland ganz gut passt, okay. Okay. Es kommt jetzt gleich eine Putzkolonne und wir machen hier sauber. Okay. Aber mit denen gemeinsam. Okay. Bei Rita ist die ganze Tauschfamilie übrigens in der Zwischenzeit ausgeflogen und sie hat jetzt eigentlich nur noch eine Aufgabe. Aber auch das kann sie ja eigentlich gar nicht können. Eigentlich soll ich jetzt hier kochen, aber eigentlich ist es mein Mann sein Reich zum Kochen, seine Arbeit. Am Ende setzt sich Rita dann aber doch noch durch und klatscht erst lieblos Nudeln in einen Teller und streuselt darüber dann angebratene Wurststücke mit Curry-Ketchup. Gut, dass ich heute eh nichts mehr essen wollte. Gesund ist es auch und falsch ist es sicherlich auch nicht, mal Nudeln mit sowas zu essen. Ja, krass. Und weil jetzt wahrscheinlich alle von euch diese kulinarische Köstlichkeit unbedingt nachkochen wollen, ist hier von RTL 2 für euch nochmal das Rezept. Nudeln mit sowas. Hier das Rezept. Und dann ist es auch schon soweit und Sascha ist wieder zurück und würde jetzt eigentlich gerne essen. Aber leider hat Rita schon wieder was vergessen. Ach, den Kindern. Die essen normalerweise bei uns mit. Ach so. Aber kein Problem, denn die Drei-Sterne-Köchin Rita hat irgendwo noch eine vergammelte Wurst und ein paar Nudeln gefunden und deswegen für die Kinder auch noch was gemacht. Und Sascha, wie schmeckt's? Bei Tembi und Roland ist in der Zwischenzeit dann auch schon die Putzkolonne da und Roland soll jetzt mal so richtig Gas geben, was er irgendwie gar nicht mehr so richtig gewöhnt ist in seinem Leben. Das letzte Mal, wo ich so richtig harte Arbeit war, ungefähr vor 12 Jahren gewesen. Ja, und dann hat Roland zumindest dem Aussehen nach auch das Klo zum ersten Mal seit 12 Jahren gereinigt. Ich habe selten was Schöneres gesehen. Gut, bevor wir jetzt weiter gucken, wollte ich dich übrigens mal ganz kurz bitten, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren, weil es ja in letzter Zeit aus verschiedenen Gründen ein bisschen schwerer ist, an Frauentauschfolgen überhaupt noch ranzukommen. Und auf die Weise weiß ich dann, dass ich noch weitere solcher Folgen kommentieren soll. Aber gut, dann gucken wir jetzt mal wieder zurück zu Sascha, der gerade ein bisschen kontrolliert, wie Rita eigentlich so geputzt hat. Und ich sag's mal so, ähnlich gut wie ein durchschnittlicher Junge im Französischunterricht. Schau mal hier. Oh. Also nach dem Kochen musst du den Fliesen immer darüber machen. Vergessen. Hab ich vergessen. Naja gut, aber auch hier muss man wieder sagen, das kann Rita doch eigentlich gar nicht können. Allerdings könnte sie sich vielleicht mal eine andere Ausrede überlegen. Zu Hause kocht mein Mann und wenn er fertig ist mit Kochen, muss er auch die Küche sauber machen. Naja, kein Problem. Sascha zeigt ihr denn jedenfalls nochmal ganz genau, wo sie überall sauber machen soll. Aber leider hat Rita dann schon wieder Pech beim Denken. Theke hast du gemacht? Nee, die Theke habe ich eigentlich nicht gemacht. Entschuldigung, die habe ich total vergessen. Trotz Putzkolonne und mehreren Stunden Arbeit ist die andere Wohnung übrigens immer noch nicht ganz fertig. Und Tembi findet ausgerechnet im Kinderbett dann eine wirklich ziemlich eklige Überraschung. Hat der Kaiser Popcorn mitgenommen? Das sind Kartoffeln. Immerhin, und ich finde, das darf man an der Stelle ja wirklich mal positiv rausheben, scheint Roland das dann wirklich, wirklich ziemlich fertig zu machen. Ein begossener Pudel ist nichts dagegen. Er stand da wie ein kleines Kind und hat geweint. Dann scheint es aber wirklich so zu sein, als würde irgendwo tief in seinem Inneren ein Schalter umgelegt werden. Und ganz ehrlich, ich wünsche es ihm und seiner Familie wirklich. Wir sind ein Team. Sascha stellt Rita währenddessen mal zur Rede und sagt ihr relativ deutlich, dass sie offenkundig im Haushalt bei sich zu Hause ja gar nichts macht. Und weil das am energiesparendsten ist, gibt Rita es dann auch einfach zu. Eigentlich mache ich zu Hause nicht. Ich gebe es nicht gerne zu, dass ich nichts mache. Außerdem, und da bin ich wirklich froh, dass es kein Geruchs-YouTube gibt, sagt Sascha Rita dann ganz nebenbei auch noch, dass sie wohl ein bisschen unangenehm riecht. Und das Schlimme ist, das kann ich mir sogar wirklich sehr lebhaft vorstellen. Und da fiel mir sofort ein, dass ich Rita doch mal in die Badewanne stecken sollte. Das kann Rita aber erst gar nicht verstehen und sagt das, was man ihr ja auch sofort ansieht, nämlich, dass sie sehr großen Wert auf ihre gepflegte Erscheinung legt. Naja, in der Badewanne landet Rita dann aber jedenfalls doch noch. Und solltest du heute, gestern, letzte Woche oder in den vergangenen 4 Jahren zufälligerweise schon was gegessen haben, dann solltest du die nächsten 5,43 Sekunden vielleicht lieber überspringen. Frisch gestärkt kommt Rita dann aus der Wanne und möchte sofort ihrem Lieblingshobby nachgehen, nämlich Wäsche waschen. Aber oh mein Gott, diese Waschmaschine hat ja mehr als einen Knopf.
Das ist mir zu kompliziert. Aber auch hier gilt natürlich wie immer, dass Rita sowas wie Wäsche waschen überhaupt nicht kann, weil... Ach, ganz ehrlich, mittlerweile, glaube ich, weiß es jeder von euch auch einfach schon selber. Weil eigentlich macht mein Mann die Wäsche. Ach so, ja. Man kann auch nicht so dumm sein dafür. Bei Roland und Tembi läuft es übrigens währenddessen wirklich, wirklich ziemlich gut. Und irgendwie scheint es wirklich ein bisschen so zu sein, als hätte Roland genau die Emotionen alle abbekommen, die bei Rita einfach komplett fehlen. Ja, Tembi, ich möchte mich für alles, was du für mich getan hast, absolut bedanken. Du bist die Größte. Na gut, dann fehlt ja eigentlich nur noch das, was natürlich in keiner Frauentauschfolge fehlen darf, nämlich die Regeländerung. Und Mann, sind die von Rita wieder bescheuert. Sascha, du musst mich verwöhnen, weil es so stressig ist. Warte mal ganz kurz, Rita möchte nochmal ein Verwöhnprogramm, weil sie sich so stark gestresst hat? Womit denn? Mit Ausreden erfinden? Aber auch hier wird die Stimmung dann tatsächlich ein bisschen besser und es wird mit Rita ein Spiel gespielt, das ein bisschen so ist, als wäre es quasi für sie erfunden worden, nämlich Blinde Kuh. Ich bin gefangen! Eine Sache muss Tembi übrigens währenddessen bei Roland allerdings doch noch durchsetzen, denn die Videokassetten und DVDs sollen unbedingt aus dem Kinderzimmer. Und ganz ehrlich, ich möchte wirklich nicht wissen, was das alles ganz genau für Filme waren. Filme für Erwachsene. Roland? Ja? Ich schiebe das komplette Schränkchen jetzt raus. Der Sohn der Familie findet das denn allerdings irgendwie gar nicht so toll und hat dafür auch eine argumentativ wirklich hieb- und stichfeste Begründung parat. Ich finde es besser, wenn man Fernseher guckt. Da kann man mehr Filme gucken. Naja, aber mach dir doch keine Gedanken, mein Kleiner, denn dein Papa kann dir doch auch was vorlesen. Und das nicht nur schlecht, sondern auch noch mit einem komplett sinnlosen Text. Ich komme morgens in die Schule, deswegen brauche ich eine Schultasche. Du brauchst aber noch keine Schultasche, weil du doch nicht in die Schule kommst. Ja, und weil das dann den Kindern offenkundig auch viel zu schlimm war, hatten die das einzig Vernünftige, was ich jetzt auch gerne machen würde. Roland, die sind schon eingeschlafen. Oh, klasse, dass es so schnell geht. Um da noch einen draufzulegen, ist Tembi dann übrigens mit der ganzen Familie auch noch irgendwo hingefahren und hat was mit denen erlebt. Und da hatten nicht nur plötzlich alle doch endlich mal Handschuhe an, sondern Roland hat auch noch mal seine Schlosshund-Performance verbessert. Tembi, ich möchte mich wirklich, wirklich, wirklich für alles danken. So. Auch Sascha möchte dann übrigens noch was Gutes tun und geht deswegen mit Rita in ein Buchgeschäft und fragt sie, was ihre Kinder eigentlich so gerne lesen, mit dieser abendfüllenden Antwort hier. Also mein Sohn hat zum Beispiel mehr so Interessen auch so für Ja? Ja, gut. Am Ende kommt dann jedenfalls raus, dass Ritas Tochter am meisten auf Märchenbücher steht, der Sohn allerdings eher Autos und Technik bevorzugt und deswegen kauft Rita am Ende dieses Buch. Was zum Fick? Oh, was über Vögel. Das passt ja gut. Wir haben ja gerade einen Wellensittich. Und dann ist es leider auch schon soweit und der Frauentausch ist erstmal zu Ende. Mann, Sascha ist richtig traurig. Jetzt, wo Rita weg ist, fühle ich mich ein wenig befreit, weil es doch ein bisschen lästig war. In den alten Folgen von Frauentausch gab es dann ja aber auch immer noch das Aufeinandertreffen der Tauschfrauen. Und Tembi war schon ziemlich wütend. Ich bin stinksauer. Was du deine Kinder antust, das ist das Allerletzte. Ja, und während Rita dann das machte, was sie am besten kann, nämlich betretend da sitzen und mittelstark nach unten gucken, machte Tembi einfach immer weiter. Dein Mann hat mir gegenüber gesessen und geweint. Bitte tritt meine Frau im Arsch. Und dann haute Tembi Rita auch noch einen Vorwurf vor den Latz, der ihr wahrscheinlich wirklich ziemlich wehgetan hat. Und mir so ganz nebenbei auch, weil das hier ist wirklich eine richtig krasse Folge. Weißt du, was Lisa zu mir gesagt hat? Soll ich dir das wirklich mal sagen? Tembi, kannst du nicht bitte hier bleiben? Plötzlich kochten dann aber in Rita die Emotionen nur so hoch. Und sie hielt diese ergreifende Rede hier. Und zwar bin ich dankbar, dass du bei mir aufgeräumt hast. Danach fuhren die beiden dann zurück in ihre Familien und leben da jetzt hoffentlich ein besseres Leben als vorher. Roland hat es uns auf jeden Fall nochmal versprochen. Sorry, arme Grammatikwichtel. Na, die Zukunft wird so sein, dass wir immer die Wohnung sauber halten und sich mehr um die Kinder kümmern und auch mehr unternehmen mit den Kindern. Tja, und das war's dann leider auch schon wieder mit dieser krassen Frauentauschfolge. Wenn du, wie gesagt, noch weitere sehen möchtest, wäre es jetzt echt wichtig, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und für den Algorithmus ist es außerdem auch wirklich immer noch ziemlich cool, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Vielleicht schaffen wir mittelfristig so um die 10.000 davon. Aber gut, streng genommen musst du das natürlich sowieso wieder beides tun, denn ansonsten musst du die an den Saftflecken festklebenden Müllsäcke rausbringen.